In diesem Video schauen wir uns die kompatible Nachbaupatrone für die Epson 26 Patronen von Tintenalarm an. Dankenswerterweise wurden mir diese Patronen von Tintenalarm zur Verfügung gestellt. Das erste, was man bei kompatiblen Patronen beachten muss, ist, ob sie auslaufen. Das tun die Tintenalarm Patronen nicht. Es tropft keine Tinte und auch im Aufbewahrungsclip ist keine überlaufende Tinte zu sehen. Nach dem Öffnen der Patrone habe ich sie gewogen, um später festzustellen, wie viel Tinte verdruckt wurde. Ein Gramm entspricht ungefähr einem Milliliter Tinte. Die Tintenalarmpatronen sind durchsichtig, was sie für den Refill interessant machen. Was auch gleich auffällt, sind die zwei schwarzen Haken auf der rechten Seite. Diese gibt es bei der Originalpatrone nicht. Vermutlich werden sie verwendet, um Epson-Patente zu umgehen. Die Tintenpatronen werden wie die Originalpatronen einfach in den Drucker eingelegt. Nach dem Einlegen muss man darauf achten, dass man den gelben Streifen entfernt, damit Luft durch die Belüftungsöffnung strömen kann. Nach dem Einlegen erscheint erwartungsgemäß die Meldung, dass man keine Originalpatronen verwendet. Das quittiert man mit OK, danach wird der Tintenstand korrekt angezeigt. Nach dem Einlegen habe ich ein paar Seiten gedruckt und erst dann habe ich diese Testseite gedruckt, damit ich auch sicher sein kann, dass nicht die Tinte, die vorher im Drucker war, verwendet wurde und somit die Tintenalarm-Tinte auf dem Blatt Papier landet. Am meisten hat mich natürlich der Textdruck interessiert. Mein Drucker ist natürlich ein Bürodrucker und kein Fotodrucker. Fotos sollte man sowieso nicht mit solchen Heimgeräten drucken, da geht man besser zur Druckerie um die Ecke, da sind die Fotos billiger und die Qualität ist deutlich besser. Ja, beim Textschwarz fällt auf, dass das Schwarz leider nicht so tiefschwarz ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Das wird vor allem im Vergleich mit der Sudhaustinte für die gleichen Patronen deutlich. Bei der Wischfestigkeit kann die Tinte dann wieder punkten, hier verwischt kaum etwas. Die Tinte druckt auch sehr scharf, sowohl die Farben als auch die Schwarzpatrone. Hier kann man nochmal sehen, wie farbgenau die Tinte ist. Ich würde hier sagen, dass beide Patronen ein bisschen Probleme haben, ans Magenta ranzukommen. Die Blau und Gelb werden gut gedruckt, aber wie gesagt, das interessiert uns bei Office-Dokumenten eigentlich kaum. Farbechtheit ist nur bei Fotos entscheidend und die sollte man, wie gesagt, nicht mit solchen Geräten drucken. So, nachdem ich dann die Patronen leer gedruckt habe, habe ich folgende Meldung bekommen. Patronen können nicht erkannt werden. Diese Meldung habe ich bei den Farbpatronen und bei der Fotoschwarz bekommen. Bei der Schwarzpatrone, also bei der Textschwarz, habe ich ganz normal die Meldung bekommen, dass die Tinte leer ist und ausgetauscht werden muss. Bei den vier anderen Patronen kam die Meldung, dass die Patronen nicht erkannt werden. Auch das neue Einlegen hat nichts gebracht. Ich habe zwischendurch auch andere Patronen eingelegt und dann nochmal die Tintenalarmpatronen. Hat alles nichts gebracht. Die werden dann zwar gleich erkannt, der Füllstand ist dann extrem niedrig, aber sobald man drucken will, erscheint diese Meldung und man kann nicht weiter drucken. Das heißt, die Patronen mussten dann raus, als diese Meldung kam und ich habe sie dann nochmal gewogen und die Ergebnisse findet ihr dann hier. Man sieht, dass die Abweichung bei der Textschwarz am größten ist. Das ist auch logisch, denn die kann etwas mehr Seiten drucken als die Originalpatrone. Die Original ist mit 12 Milliliter gefüllt, oder 12,1, und die Tintenalarmpatrone ist mit 26 Milliliter gefüllt, laut Herstellerangabe. Verdruckt wurden ihr aber scheinbar ungefähr 19. Also nochmal beachten, meine Waage, die ist ein bisschen ungenau, das ist nur eine Küchenwaage, also ich sag mal 1 bis 2 Gramm Toleranz hat die schon. Aber da ja auch mit der Textschwarz mehr Seiten gedruckt werden können als mit dem Original, macht das Ergebnis schon ziemlich Sinn. Die anderen Tinten sind ungefähr da, wo das Original auch liegt, wenn man mal von den 1 bis 2 Gramm Messtoleranz ausgeht. Also was bleibt zu der Patrone zu sagen? Ich finde es für den Textdruck nicht geeignet, dafür ist das Ergebnis leider grau und nicht schwarz, selbst im Feindruck, den man hier gesehen hat. Dafür sind halt die Patronen ziemlich günstig. 28,90 € kostet ein komplettes 5er-Set. Die Originalpatrone liegt damit deutlich teurer. Ich glaube, da müsste man um die 90 € ausgeben, um alle 5 Patronen zu bekommen. Die Patronen lassen sich auch einzeln kaufen. Man könnte jetzt also die Farbpatronen nur nehmen und die Schwarzpatrone von einem anderen Hersteller. Den kompletten Test findet ihr in meinem Blog. Der Link wird jetzt hier im Video eingeblendet.